Konnichiwa, minasan. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist der Tag des Umzugs. Es ist alles vollgepackt hier. Ihr seht, wir haben ganz viele Kisten mit so einem wunderschönen Panda. Das ist das Logo von der Umzugsfirma. Wir haben halt diesen Panda. Die werden gleich kommen. Ich habe noch keine Ahnung, wie genau das funktioniert. Es ist unser erstes Mal, dass wir so eine Umzugsfirma überhaupt engagiert haben. Und da wollte ich euch auch mal erzählen, wie das überhaupt abläuft. Denn dass Umzugsfirmen in Japan engagiert werden, ist gar nicht so selten, sondern das machen relativ viele Japaner. Und ich glaube, in Deutschland hat man so ein bisschen das Image, dass Umzugsfirmen nicht immer so gut mit den Sachen umgehen oder dass mal was verloren geht oder mal was kaputt geht oder wie auch immer, also dass es so ein bisschen ruppiger ist. Das Image habe ich auch, ehrlich gesagt. Aber das ist in Japan soll das wohl komplett anders sein, sondern die sollen das sehr gut machen, die sollen aufpassen, dass nirgendwo was kaputt geht und so. Und da bin ich wirklich mal gespannt und da möchte ich euch natürlich heute im Video auch ein bisschen mitnehmen. Zuerst einmal, wie läuft das Ganze denn ab? Als für uns fest war, dass wir umziehen und wir die Wohnung hatten und im Grunde auch schon das alles bezahlt haben, ne, die Anfangsmiete und so, haben wir uns auf die Suche nach einem Umzugsunternehmen gemacht. Da gibt es natürlich eine Menge in Japan, richtig große Umzugsunternehmen und eher ganz kleine, so Ein-Mann-Unternehmen könnte man sagen, die das dann vielleicht so ein bisschen nach deutscher Art machen, also nicht nach deutscher Art, die Qualität ist wahrscheinlich immer noch höher, denke ich mal, aber die sich halt irgendwie einen Truck mieten und so und das dann alles selber machen. Da ist dann der Nachteil, die sind viel günstiger als die großen Firmen. Der Nachteil ist aber ein bisschen, dass nicht so viel übernommen wird, falls denn dann was kaputt gehen sollte. Das ist da halt immer so ein bisschen das Problem dann. Auf jeden Fall haben wir verschiedene Firmen angerufen und in der Regel kommt dann so ein Anzugvertreter von denen zu einem nach Hause, geht mit einem durch die Räume und checkt, was man alles hat. Da hatte dann, ne, der eine hatte ein Tablet, der andere hatte irgendwie so eine Liste gehabt. Da checken die dann alles, ne, so man hat das und oh ja, das, ne, das braucht so viel Umzugskartons und ah, da hat er einen fetten Tisch, den müssen wir so machen. Das checkt er alles und nachdem er das gecheckt hat, macht er einem ein Angebot und sagt, ja, für das, was sie haben, sie wollen von dem Ort umziehen, ja, das kostet so ungefähr das. Und dann beginnt das, womit wir überhaupt keine Erfahrung hatten, denn man kann mit den Typen verhandeln. Er verhandelt mit denen, so ein bisschen wie im Elektroladen irgendwie um eine Waschmaschine verhandeln oder sonst irgendwas und sagt, das war schon teuer, ne? Können Sie das nicht ein bisschen weniger machen? Dann rechnet er mit seinem Taschenrechner da wieder rum, sagt, ja, ich könnte bis dahin gehen und wir hatten keinerlei Erfahrung und er hat am Anfang irgendwie gesagt, ja, das wären so 170.000 Yen, meinte er und er meinte, das ist schon teuer, ne? Und er meinte, ja, und ich meine, hat er nicht ganz unrecht, jetzt Ende März, also wir ziehen jetzt Mitte März um, am 15., ne? Da geht es noch, aber Ende März ziehen unglaublich viele Japaner um, weil das so ein Wechsel ist, ne? Das neue Schuljahr beginnt, die Leute, die mit der Uni fertig waren, kommen in die Firma, beginnen ihre Arbeit und das ist eine Zeit in Japan, in der unglaublich viele Leute in Japan eben auch umziehen. Und deswegen sind die Kosten für die Umzugsunternehmen auch höher, weil natürlich die Nachfrage wesentlich höher ist und das Angebot natürlich in gewisser Art und Weise auch begrenzt. Und wir meinten dann, es ist teuer. Und er meinte, ja, was würden Sie denn sagen? Und wir meinten, 17 ist schon ziemlich teuer, ne? Also 17 Mann, also 17 mal 10.000 ist diese japanische Rechnung, 170.000 Yen. Wir haben einfach gesagt, 100.000 Yen, ja? Und er meinte, okay, wenn Sie 100.000 Yen bezahlen würden, dann würden Sie das direkt bei uns klar machen. Und wir haben gesagt, ja. Und dann haben wir das klar gemacht für 100.000 Yen. Plus die Waschmaschine, die lassen wir entsorgen. Also es sind, ich schreibe euch das unten rein, es sind 100.000 Yen und 4.000 noch für die Waschmaschine irgendwie dabei. Also vom Anfangspreis wesentlich weiter runter. Aber wir fragen uns, ob wir nicht noch hätten noch weiter gehen können bei dem Typen. Ja, weil es sah für ihn noch so ein bisschen locker aus. So nach dem Motto, oh ja, wenn sie 100.000, ja, dann easy, machen. Also wir sind einfach super schlecht in diesem Verhandeln gewesen. Haben eine Menge dabei aber gelernt. Aber es ist wirklich so, die kommen nach Hause und dann könnt ihr tot verhandeln mit dem Grünen. Wir hatten noch einen hier, der wollte es uns für 130.000 das alles machen. Das ist natürlich nochmal dann teurer gewesen und der ist auch nicht weiter runtergegangen. Deswegen haben wir den mit den 100.000 jetzt genommen. Aber normalerweise ist es wohl nochmal günstiger, wenn man in der Zeit umzieht, in der halt jetzt nicht so viele Leute umziehen und wenn man die Umzugsfirma noch früher bestellt. Also wir hatten ja nicht so viel Zeit, weil alles relativ spontan war. Deswegen, ja, sind wir nicht da umhergekommen, jetzt irgendwas zu machen. Aber so läuft das Ganze ab und dann, ja, sollen die jetzt gleich kommen. Wir haben Kartons von denen bekommen. Die Kartons wollte ich euch auch nochmal zeigen hier. Die haben wir bekommen von denen. Ja, die haben die einfach liefern lassen und so sieht das aus. Ne? Hier ist der Panda drauf von denen, da ist der Panda und hier kann man dann eigentlich theoretisch eintragen, in welches Zimmer das soll, ne? Ob das an den Genkan soll, ob es ins Badezimmer soll, ins japanische Zimmer, wo auch immer. Dann wo genau es rein soll und welche Etage und alles und was da drin ist. Ja, wir haben das einfach so ein bisschen so geschrieben, ja, noch mit da drauf. Das ist vor allem auch für Leute, also die haben verschiedene Services. Und zwar kann man bei denen das auch buchen, dass die nach Hause kommen mit Leuten und alles für einen einpacken,
dann mitnehmen zur neuen Wohnung und dort wieder komplett auspacken. Das ist ein Service, den man auch buchen kann, ist natürlich viel teurer, haben wir jetzt auch nicht gemacht, sondern wir haben gesagt, wir packen selber ein, lassen das nur transportieren und packen selber auch wieder aus. Aber theoretisch könnte man das auch machen und dann haben die da eben ganz viele Dinge auf den Kartons stehen, die sie auch selber ankreuzen können, damit die ganz genau wissen, wo das hin soll und wie da, wo das auch wieder rein soll und alles. Ja, bin ich mal gespannt, Leute. Es ist hier easy, das ist alles leer, Mann. Da habe ich immer gearbeitet hier, jetzt ist alles leer, es ist nichts mehr da. Jetzt warten wir noch, ab 2 Uhr sollen die kommen. Wir müssen jetzt noch ein bisschen was besorgen für die neue Wohnung, das Licht. Habt ihr vielleicht in der Roomtour gesehen, dass noch Licht fehlt? Das müssen wir noch machen. Und dann werde ich versuchen, euch so ein bisschen zu zeigen, wie das aussieht, wenn die hier kommen, die Kartons mitnehmen und wie der Umzug dann vonstatten geht. Das soweit aber erstmals allgemeine Informationen zu so einem Umzugsunternehmen. Ist also ganz easy, man ruft da an, da kommt jemand vorbei, checkt alles, macht ein Angebot. Und wenn man mit dem Angebot zufrieden ist, dann nimmt man den und dann läuft das Ganze eigentlich. Dann wollen wir mal sehen, wie das Ganze funktioniert. Die Leute von der Umzugsfirma sind jetzt hier. Schaut euch das an. Alles leer. Hier, alles mit dem Panda voll. Die sind richtig gut, Leute. Schaut euch das an. Die haben, ich zeige euch das gleich noch, die haben alles hier mit diesem Panda dazu geklebt, damit auch nichts irgendwo eine Schramme kriegt und sonst was. Richtige Profis. Einer ist dabei, der ist der Chef und der hat wirklich richtig Ahnung. Ja, der weiß, oh, zack, 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 ist mega schnell. Die waren jetzt eine halbe Stunde hier, haben die erste Ladung vollgepackt, müssen jetzt nach oben die ganzen Sachen einpacken und also nochmal kommen. Super schnell und dann ist so gut was. Also einer ist der Chef, der hat Ahnung, aber die anderen beiden, das sind so ein bisschen Trottel, würde ich sagen. Der Chef scheißt die ganze Zeit so, ja, mach mal schneller. Ja, was ist da los, Junge, du bist zu langsam. Ja, trag doch mal richtig, Junge, mach Rücken gerade. Ist so gut, Mann. Ist so gut. Erinnert mich auch an den Typen, der hier war und uns das Angebot gemacht hat, ne? Der war auch richtig gut. Das war so ein typischer Vertreter, noch relativ jung. Aber der meinte immer, ja, vielen Dank, dass Sie so nett zu mir waren. Ja, wie? Vielen Dank, dass Sie so nett waren. Meinte, ja, es gibt Familien dann, wenn ich da bin und denen sage, wie viel das kostet, dann schmeißen die irgendwie ihre Zeitungen auf mich und sagen, Junge, hau ab, das ist viel zu teuer. Der war auch richtig gut. Der Typ, Junge, dieser Vertreter, der war richtig gut. Der meinte ja, der kriegt voll auf Zeitungen hinterhergeworfen und so, weil die Leute meinen, das ist viel zu teuer. Also, na gut, ist natürlich auch nicht okay, aber ja, ist eine richtig lustige Truppe, würde ich sagen. Auf jeden Fall sind jetzt einmal, fahren da weg, muss ich jetzt natürlich warten, bis sie da hinfahren und bis die wiederkommen. Das dauert jetzt natürlich eine halbe Ewigkeit, aber na gut, was willst du machen? Mayu ist heute Morgen schon rübergefahren, Mayu ist also schon in der neuen Wohnung und wartet da jetzt auf die, nimmt die in Empfang. Wir haben das so gemacht, weil wenn wir beide immer mit und so fahren, mit Louis ist natürlich auch blöd, deswegen ist Mayu morgens losgefahren zur neuen und ich bin jetzt noch hier und schaue, dass die alles richtig machen und putz hier noch ein bisschen, damit wir dann die Schlüsselübergabe in ein paar Tagen müssen wir nochmal hier hinkommen, aber geht halt nicht anders und damit wir die Schlüsselübergabe dann auch machen können. Ja Leute, ist auf jeden Fall ganz gut, würde ich sagen, die Umzugsfirma. Ich meine, man muss selber nichts machen, man muss nichts schleppen, die machen alles, die sind super schnell, sind super korrekt, schauen, dass alles da ist. Jetzt müssen wir halt nur gucken, ob auch alles drüben ankommt, ne? Das werden wir noch sehen, da werde ich euch dann später, wenn ich dann auch in der Wohnung bin, auch mal berichten, wie das gelaufen ist, ob dann auch alles angekommen ist. Und ich habe so ein bisschen Sorge wegen meinem PC, ehrlich gesagt. Ich brauche den ja für die Arbeit und alles. Und die meinten, ja, der muss in so einen Karton rein. Ich hoffe, das klappt alles. Ich meine, das ist japanische Qualität. Normalerweise klappt das. Aber ja, man weiß es ja nicht, ne? Ich bin da immer so ein bisschen, habe da immer ein bisschen Angst. Nun gut, dann zeige ich euch jetzt nochmal, wie die das hier gemacht haben. So sieht das aus, Leute. Hier alles mit Teppich auch ausgelegt, damit da nichts ist. Hier die Tür, alles, die Treppe hoch. Schaut euch das an. Wir gehen jetzt hier hoch. Alles mit diesem wunderschönen Panda voll. So sieht das aus. Hier oben haben sie jetzt noch nicht wirklich was gemacht. Hier sind in der Box sind Kleidungsstücke noch drin. Das wird jetzt dann beim zweiten Mal alles gemacht. Aber soweit, hier ist das Zimmer, das Washi-Zu, das japanische Zimmer, Leute. Soweit ist alles ganz gut gemacht und die gucken halt, dass auch nichts hier irgendwie kaputt geht. Dann würde ich sagen, warte ich jetzt, bis sie wieder da sind, den Rest mit einpacken, mache hier sauber und dann mache ich mich auch auf den Weg zur neuen Wohnung und dann werden wir mal gucken, ob alles auch gut angekommen ist. So, die Umzugsleute sind jetzt weg, sind auf dem Weg mit der letzten Ladung zur neuen Wohnung. Ich habe jetzt hier nochmal alles gesaugt und gewischt. Die Wohnung ist jetzt perfekt fertig. Das heißt, ich mache mich jetzt auch auf den Weg zur neuen Wohnung und dann ja, müssen wir alles auspacken, die Sachen stellen, aufbauen, was weiß ich nicht was, gegebenenfalls noch das ein oder andere kaufen, was irgendwie fehlt. Und morgen kommt noch Waschmaschine und Kühlschrank. Das kommt morgen auch noch an. Also es wird noch ein bisschen anstrengend, aber ich bin froh, dass es nicht regnet. Es war eigentlich für heute Regen angesagt. Den haben wir zum Glück nicht gehabt, sondern Sonnenschein. Ist doch relativ warm. Ich habe eigentlich viel zu lange Sachen an. Aber die kurzen sind alle in den Kartons, weil ich nicht gedacht hätte, dass es auf einmal jetzt hier an die 24, 25 Grad wird. Und es soll auch wieder ein bisschen kälter werden jetzt.
Also, mal gucken. Ja, das ist soweit der Umzug, Leute. Die Leute sind jetzt da drüben. Dann werde ich mir mal angucken, wie das geht. Ich habe eben mit Mayo telefoniert. Sie meinte, ja, ist alles schon okay. Es ist ganz gut angekommen, die erste Ladung. Und ja, dann wollen wir hoffen, dass die zweite Ladung auch gut ankommt und es weiterhin keine Probleme gibt. Wir haben jetzt hier in 2 Tagen die Schlüsselübergabe in der Wohnung. Da wird nochmal durchgegangen mit dem Vermieter, geguckt, ob wir eventuell irgendwas bezahlen müssen, ob der Tatami getauscht werden muss. Da werde ich euch natürlich dann auch von erzählen, ob es da noch irgendwelche Kosten gab, die aufgekommen sind. Das müssen wir jetzt mal sehen. Das wissen wir natürlich auch erst, wenn wir mit dem Vermieter hier waren. Und dann sind wir hier komplett raus. Kein mürrischer Opa mehr. Der Junge im Übrigen, den habe ich heute wieder getroffen, Mann. Der junge Mann. Die Leute von der Umzugsfirma kommen, meinten, ja, ist das mit abgeklärt, ob wir hier stehen dürfen? Ich so, ja, wir haben ihnen doch gesagt, sie sollen das mit dem klären, ne? Und dann haben die da geklingelt, er macht die Tür nur so einen Spalt weit auf und sagt, was ist da los? Ja, und sagt, ja, wir sind hier. Und dann meinte, ja, habe ich doch mit ihnen gesprochen da mit einem letztens. Und dann kam auch schon einer und meinte, ja, ja, das haben wir schon geklärt, wir dürfen da stehen, ne? Also er hat uns den Parkplatz gegeben, dieser Opa-Mann. Letzte Liebe raus an den Opa dafür. Und dann, eine Minute später, kommt die schreiende Oma raus, macht die Tür auf. Was? Ihr zieht heute um? So vollkommen überrascht, denkt mir, was genau ist das jetzt? Sie tut so, als wenn sie nicht wüsste, dass wir heute umziehen, aber ihr Mann hat das Okay bei der Umzugsfirma dafür gegeben, dass sie heute dort stehen dürfen. Also es ist eigentlich unmöglich. Es ist unmöglich, dass sie nicht wusste, dass wir heute umziehen. Ja, das war dann auch alles. Dann ist sie wieder reingegangen und das war's. Also diese Familie, die werden mir für Ewigkeiten, glaube ich, ein Rätsel bleiben. Aber ich muss mir jetzt auch keine Gedanken mehr darüber machen, ob er mürrisch ist oder nicht, denn der mürrische Opa ist weg. Tschüss, mürrischer Opa. Vielen Dank für 3 Jahre lustige Müllgeschichten. Und vielleicht gibt es einen neuen mürrischen Opa in der neuen Wohnung. Das werden wir natürlich auch herausfinden. Dann mache ich mir jetzt mal auf den Weg zur neuen Wohnung, würde ich sagen. Muss da jetzt hinfahren. Dauert auch wieder eine Menge. Aber ja, was will man machen? Ist halt ein bisschen stressig. Aber so sind Umzüge eben. Auf geht's! Ah, und das hier wollte ich euch auch nochmal zeigen. Schaut es euch an. Da ist einfach der Schlitz zwischen Fenster und Fensterrahmen. Das, egal wie sehr ich versuche, das hier zuzumachen, es geht nicht. Und das ist natürlich Tag der offenen Tür für jede Art von Insekten, Kakerlaken oder sonst irgendwas. Und ich glaube, darüber hat die Mukade auch ihren Weg zu uns gefunden. Denn genau dahinter sind die Wasserleitungen. Und Mukaden lieben Wasserleitungen. So sieht das aus, Leute. Die Leute, die hier einziehen, die tun mir unfassbar leid. Weil das ist eine Stelle, die sieht man am Anfang nicht unbedingt. Aber ja, was soll's. Hier sind wir jetzt in der neuen Wohnung, Leute. Mit Louis. Konnichiwa. Ist der kleine Louis. Ja, Mann, wir sind komplett fertig. Es steht alles voll Kisten, was ihr jetzt hier natürlich nicht seht. Es ist natürlich Wahnsinn, wir müssen alles auspacken. Aber die Umzugsfirma war wirklich super. Die waren super schnell, haben alles sehr gut erledigt. Es ist nichts kaputt gegangen. Es ist auch nach dem ersten Überblick alles angekommen. Ohne Probleme. Selbst eine Pflanze, die wir mitgenommen haben, ist ohne dass ein Blatt fehlt angekommen. Obwohl die mir gesagt haben, ja, wir können die mitnehmen, aber wir können nicht dafür garantieren, dass nicht vielleicht doch irgendwo was abbricht. Aber nö, ist alles super angekommen. Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Umzugsfirma. Das hat perfekt und super geklappt. Die war noch ein bisschen früher da, als sie eigentlich angekündigt hatten. Also ja, alles perfekt. Der kleine Mann, was ist los, Louis? Möchtest du den Leuten was sagen? Louis, was ist da los? Nee, ist wirklich alles sehr gut gelaufen. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr in Japan umzieht, nehmt euch so eine Umzugsfirma. Die macht einiges wirklich einfacher. Und wenn ihr nicht im März oder April umzieht, dann sind die auch nochmal wesentlich günstiger als das, was wir jetzt bezahlt haben. Weil dann halt nicht die Saison fürs Umziehen ist. Ich meine, bei uns, Timing war ein bisschen schlecht. Wir haben die Wohnung jetzt bekommen. Es war alles relativ spontan. Das heißt, wir hatten jetzt nicht so die Wahnsinnszeit, da großartig zu überlegen und die Saison irgendwie uns auszusuchen. Weshalb bei uns das ein bisschen blöd war. Aber nee, es hat alles gut geklappt. Deswegen bezahle ich das Geld auch gerne, wenn das so super klappt, wie es jetzt hier geklappt hat. Und da ist der kleine Louis. Louis, was machst du denn da schon wieder, Kollege? Was machst du da, Louis? Auf jeden Fall bin ich echt froh, dass der Umzug jetzt vorüber ist. Jetzt bekommen wir morgen noch einen Kühlschrank, eine Waschmaschine. Die Klimaanlage bei mir im Arbeitszimmer wird noch angebracht. Das muss jetzt alles noch gemacht werden. Aber wenn das vorbei ist, Leute, dann können wir uns hier komplett einrichten. Oh, Louis, was? Louis ist auch schon aktiv. Der geht jetzt gleich baden, ne, Louis? Gehst baden. Erste Mal hier in der neuen Wohnung. Erstmal baden, der gute Louis. Ja, das war es auch schon wieder von diesem Video im Grunde. So läuft das ab. Umzug in Japan mit Umzugsfirmen. Die waren im Übrigen richtig gut, Mann. Wirklich, ich habe euch ja erzählt, dass der eine war wohl, Mayu hat mit denen auch gesprochen. Und der eine war wohl einfach nur jemand, der als Nebenjob hier jetzt in der Saison angeheuert worden ist, in der viele Umzüge stattfinden. Das war so gut. Der ältere Typ hat den immer fertig gemacht, Mann. Der gesagt, mach mal schneller, Junge, jetzt. Ja, mach den Rücken gerade, sonst kommst du nicht durch die Tür. Und der meinte dann, ja, aber das passt nicht durch die Tür. Der meinte, laber nicht. Natürlich passt das durch die Tür. Mach mal richtig jetzt. Das war so gut. Das war so gut, das mitzuhören. Und man hat auch wirklich gemerkt, wie die miteinander umgehen und so. Ja, das war sehr interessant.
Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen, würde ich sagen. Das war's soweit von dem Umzugsvideo bzw. von der Umzugsfirma, wie das alles abgelaufen ist. Wir haben am Ende jetzt unterschrieben und dann ist fertig. Die kommen oder wir können die nochmal kommen lassen, dann nehmen die Umzugskartons mit. Das entsorgen die auch. Entweder wir entsorgen die selber oder eben über die Firma nochmal. Aber mal gucken, was wir machen. Vielleicht entsorgen wir die auch selber. Wir haben nämlich jetzt kein Müllproblem mehr hier in der Wohnung. Wir können einfach 24 Stunden am Tag den Müll wegwerfen. Kein mürrischer Opa, der sagt, das geht aber nicht. Sondern wir können es einfach immer machen. Es ist einfach so ein Luxus, immer Müll wegwerfen zu können, wenn man will. Ist einfach einfach der größte Luxus. Also Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was Neues über Japan lernen und Umzüge in Japan, wie das mit so einer Umzugsfirma funktioniert. Haben die wirklich alles sehr, sehr gut gemacht. Und dann vielen Dank fürs Zusehen. Schaut gerne in die Videobeschreibung, wenn ihr mich und meine Arbeit noch unterstützen wollt. Da gibt es noch einige Links, unter anderem durch eine direkte Spende, japanische Online-Kurse, Rabattlinks in der Videobeschreibung. Und Louis ist jetzt hier sehr aktiv. Ne, Louis, was ist da los? Du aktiver Mann. Sagst du auch? Tschüss den Leuten. Also, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.